Meine wundervollen Seelen, herzlich willkommen zur Tagesenergie für Freitag, den 8.3.2024. Ich versuche mal von Matt Hughes. Die sind zu hell. Also ich muss tatsächlich meinen Karteliegeplatz irgendwie so verändern, dass ich auch die ganz hellen Karten nochmal nehmen kann. Im Moment muss ich wirklich die nehmen, die besser zu sehen sind. Und da habe ich jetzt hier von Rider Waite, die liebe ich auch. Ich liebe alle meine Karten. Ich habe ja schon ein paar, ich muss gestehen. Für die Wahrnehmungsebene. Das ist eine allgemeine Bewegung, ihr Lieben. Und ich schaue von einer Frau, die auf einen Herrn schaut. Macht es bitte passend, wenn es bei euch anders sein sollte. Und jetzt darf bitte eine oder zwei rausfallen. Und ich lasse sie so liegen. Wir haben den König der Stäbe und wir haben. Okay, ich soll sie genau so hinlegen. So. Dieser König der Stäbe, der hat jetzt gesehen, in welcher Energie er in der Vergangenheit war. Dass er sich nur auf das konzentriert hat, was nicht mehr in seinem Leben war. Was er verschüttet, was nicht er, was verschüttet ist. Aber dass hinter ihm zwei Kelche stehen, es ist so, als wenn er auf einen Film zurückschaut, auf seinen Film zurückschaut. Und dann aber so sieht, wie er seinen dunklen Mantel ablegt und sich umdreht und auf diese zwei Kelche schaut und erkennt, dass da noch zwei Kelche sind, die aufrecht stehen. Wir haben den Herrscher, wir haben die klassische Arbeitskarte mit den 8 der Münzen und wir haben den Gehängten, ihr Lieben. Und unten drunter haben wir mit der Mäßigkeit die Karte der Geduld. Es ist aber auch die Karte des ins Fließens kommen. Es kommt hier etwas ins Fließen. Hier habe ich von Sabine Schramm das Golden Hourlenormand Kartendeck. Für die Herzebene. Ja, die will raus. Habe ich im Moment ganz oft, dass sich wirklich eine oder zwei Karten so querlegen, dass ich gar nicht anders kann, als sie rauszunehmen oder zu verändern. Und verändern, ich verändere die Karten nicht. Ich nehme sie so, wie sie sind. Also wenn sich jetzt hier eine dreht im Kartendeck, dann ist das für mich ganz klar das Zeichen, oder es fällt eine raus. Aber wenn sie sich nur so querstellt wie die hier, das reicht mir vom Gefühl her nicht. Muss aber für jeder, muss das selbst wissen. Gut, ihr Lieben, könnt ihr jetzt bitte eine rausfallen lassen? Ich hoffe, der Ton ist etwas besser jetzt. Da haben wir sie. Das ist der Klee und das ist der Berg. Und hier haben wir das Kreuz. Das sind die Fische und das ist interessant. Diese Fische, die sind zwar im Wasser, aber das Wasser nimmt, naja, diesen Raum. Es ist, wenn ihr wollt, ist es ein Kirchenraum. Wenn ihr nicht wollt, ist es nur ein Raum, eine Halle, eine Kathedrale. In jedem Fall nimmt dieses Wasser diesen Raum ein. Das finde ich sehr interessant. Und dann ist hier das gläserne Herz gefallen, ihr Lieben. Und ich lege unten drunter noch für den Rat der Engel oder es ist der nächste Schritt. Das ist bei dem einen so, bei dem anderen so. Hier haben wir gleich. Ja, ne? Also so langsam. Dankeschön. Klassiker lieben. Das große Glück, der angenehme Brief und die Erwartung. Und hier ist der lange Weg auf den Klee gefallen. Und das ist ja auch so gefallen. Ihr seht, der Klee kommt hier und holt sich seinen Raum auch zurück. Beide Male. Hier ist das Wasser, die Fische im Raum.
Und hier haben wir den Klee, der über den Steinen sich durchdrückt. Das Glück will raus. Das Glück ist nicht aufzuhalten. Es kommt raus. Aber es ist noch nicht zu sehen. Die Karte ist so draufgefallen. Der lange Weg. Muss kurz reingehen, ihr Lieben. Ich fühle, dass dieser König der Stäbe ist auch gleichzeitig der Herrscher, ist auch gleichzeitig tatsächlich der Gehängte. Der hat seine Sicht geändert, seine Meinung geändert, indem er hier nicht mehr nur sich konzentriert hat auf das, was nicht mehr in seinem Leben ist, indem er auch in dem Raum, in dem er sich befindet, beziehungsweise in dem er jetzt zur Verfügung steht, es ins Fließen hat kommen lassen. Er hat nicht gesagt, ich bin jetzt in einem Raum, hier darf kein Wasser sein, sondern er hat gesagt, macht Tor und Tür auf und lasst das Wasser herein, sodass eben alles ins Fließen kommt. Und das ist bei ihm passiert. Das, was er gemacht hat, macht ihn aber verletzlich. Dieses gläserne Herz ist verletzbar, kann kaputt gehen. Aber er hat so an sich gearbeitet und eben auch an der Situation, dass das Glück jetzt rauskommen darf. Es ist nur noch nicht zu sehen, dass er hier den Kopf in den Berg gesteckt hat, den Kopf in die Blockade gesteckt hat und hat die Blockade und seine Meinung gedreht. Er hat sich gewandelt. Hier ist jemand, hier ist ein Mensch, der hat nichts mehr mit dem zu tun, wie er früher mal war. Es kommt hier ins Fließen und es kommt hier ins Fließen. Und das ist dieses Schicksal, dieses Karma, was dieser Mensch hat. Und ich habe kürzlich in irgendeinem Orakel gesagt, dass sich im März das Karma zeigt. Warum bist du auf dieser Welt? Warum hast du diese Situation erlebt? Warum musstest du dieses Problem durchleben? Das zeigt sich jetzt hier. Und dann ist es an dir, wie gehst du damit um, mit diesem Problem, mit dieser Blockade, mit dieser negativen Energie? Und er hat sich dafür entschieden, es ins Fließen zu bringen und seine Meinung zu verändern und das jetzt auch schriftlich dir mitzuteilen. Du wartest praktisch schon auf diese Nachricht. Du schaust auf diesen Weg, auf diesen Weg und du siehst das Glück schon ein bisschen. Du spürst, du riechst es vielleicht sogar schon. Und du hast das große Glück im Blick, was du mal mit ihm hattest und was auch wieder kommen kann. Durch diese Nachricht von ihm, durch diese Nachricht, weil er ganz klar sagt, ich habe mich verändert. Bin jetzt verletzlich. Aber ich habe mich verändert. Ich traue mir. Ich traue mich, mein gläsernes Herz, ich öffne mein Herz, sodass du reingucken kannst, sodass du gucken kannst, wie es mir ging, wie es mir geht. Und dann, und das finde ich sehr interessant, spiegelt sich das Herz. Das Wasser, was hier auf der Erde ist, was hier fließt, ist das, was in diesem Raum, in seinem Raum fließt. Und darin spiegelt sich dein Herz. Ihr seid seelenverwandt im tiefsten Sinne. Oh, ich bin gespannt, ihr Lieben, was ihr zu sagen habt. Habt einen wundervollen Freitag. Geht gelassen in dieses Wochenende. Stress genug habt ihr während der Arbeitszeit. Geht wirklich ganz gelassen und genießt die freie Zeit mit euren Lieben. Und wenn ihr keine Lieben habt, dann genießt die freie Zeit mit dir, mit deinem inneren Kind. Mach's gut, ciao.